Wieder eine Woche ist vorübergegangen, man gewöhnt sich allmählich an die aktuelle Situation und wir von Ländle TV versuchen Sie dabei so gut wie möglich zu unterhalten. Damit herzlich willkommen zu der Tag Revue. Regionale Händler und Produzenten gewinnen in der aktuellen Phase unseres Lebens enorm an Bedeutung. Wir haben uns verschiedene Betriebe angesehen und dieses Mal geht es um das Thema Floristik. Regional denken heißt es derzeit auch im Eigenheim und Garten. Hier wird fleißig gepflanzt, umgebaut und dekoriert. Besonders beliebt sind die Blumen und selbstgemachten Kreationen der gelernten Floristin Silvia Bilgeri und ihrem Team. Bei Stilform in Wolfurt dreht sich alles um kreative Accessoires und Konzepte für das Wohlfühlambiente zu Hause. Im Außenbereich kann man bei mir jetzt eigentlich gerichtete Pflänzchen finden, Dekoration, also Henna, Gügele, Servettle, halt was man so gerne hat. Auch Schnittblumen seit dieser Woche und das stelle ich dann einfach in Wäsle. Und dann kann man sich aussuchen. Ich glaube, dass sie mehr auf Deko schon, wenn man es natürlich viel daheim sein muss oder sollte, dass es einfach auch noch ein nett ist daheim, dass man ein paar Blümchen hat, dass man sich wohlfühlt, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Neben ihrer Produktvielfalt bietet Silvia auch einen Lieferservice an. Also ich habe mich für das so entschieden, dass ich den Kundschafter gerne etwas annehmen kann, wenn ich kann. Dass ich ihnen auch die Lieblichkeiten oder Blümchen oder wie auch immer gern zustellen tät. Vor Ort, vor Haus. Und das schätzen sie ja. Klar, viele können nicht weg oder viele dürfen nicht aus dem Haus oder können gerade nicht nach einem Besuch. Und darum mache ich das ganz gern. Wer noch nach kreativen Gestaltungsideen für zu Hause sucht, kann sich hier inspirieren lassen. Auch wenn die Friseursalons momentan noch geschlossen haben, gilt es, das Äußere nicht ganz zu vernachlässigen in dieser Zeit. Produkte aus diesem Bereich gibt es in Lingenau im Brinkzer Wald. Regionale Produkte zählen jetzt mehr denn je. Und das nicht nur in der Küche, sondern auch im Badezimmer. Mit den Pflegeartikeln und Beautyhelfern, die täglich benötigt werden, kann man besonders jetzt regionale Unternehmen stärken. Knapp 10 Vorarlberger Marken sind im Shop von Cosa Kosmetik in Lingenau erhältlich. Seit über 4 Jahren bieten Sarah und Corinna damit eine Plattform für regionale, tierversuchsfreie und auch vegane Kosmetik. Mit ihrem Angebot sind die Bregenzer Wälderinnen am Puls der Zeit. Corinna und ich sind sehr schmal privat eigentlich mit dem Thema Tierversuche für Kosmetik in Verbindung gekommen. Haben dann ein bisschen recherchiert und gesagt, das werden wir auf keinen Fall unterstützen. Angefangen haben wir online und vor ca. 2 Jahren haben wir jetzt auch einen lokalen Store eröffnet. Und es freut uns natürlich sehr, dass das Angebot auch genutzt wird und dass Kunden auch vorbeikommen, dass man mit denen persönlich auch reden kann und die Beratung natürlich auch machen kann. Regionale Produkte werden vor allem in dieser Zeit sehr gut angenommen, also immer mehr. Da merkt man, dass der Zusammenhalt da ist. Unser Produktsortiment umfasst also grundsätzlich mal alles fürs Badezimmer, ob Make-up oder Hygiene für die ganze Familie, also ob Frau, Mann, Kind. Neben dem Angebot im Shop kann man sich auch online oder per Telefon informieren und beraten lassen. Wir verschicken wie gewohnt über einen Online-Shop einfach ja, europaweit und man kann aber auch die Bestellung online abgeben und bei uns in Lingenau abholen und innerhalb von Lingenau ist die Zustellung kostenlos. Nun ein kurzer Überblick der Geschehnisse mit den aktuellen Meldungen. Laut Gesundheitsministerium gibt es in Vorarlberg mit Stand Samstag, 18. April, 13 Uhr, 861 am Coronavirus infizierte Personen. Davon sind noch 193 Menschen derzeit erkrankt, 668 Personen sind bereits wieder genesen. In der aktuellen Phase hat man sehr viel Zeit zu Hause und da sucht man des Öfteren nach Beschäftigung. Unsere Redakteurin Johanna Wendlinger hatte da eine Idee, gemeinsam mit ihren 2 Kolleginnen aus ihrer WG. Willkommen zurück bei uns in der Heimquarantäne in Dornbirn. Dieses Mal haben wir ein paar Ideen, wie man sich die Zeit zu Hause kreativ vertreiben kann, wenn man auch wirklich länger zu Hause ist.
Wir haben uns überlegt, dass es eigentlich ganz cool wäre, wenn wir mit unseren Zeichnungen die Leute um uns herum ein bisschen motivieren und unterhalten könnten. Und für das haben wir jetzt unsere alten Fensterfarben aus dem Keller wieder ausgraben. Die Vorlage tut man dann einfach am besten unter Klarsichtsfolie oder irgendeine glatte Oberfläche und dann kann man eigentlich schon loslegen. Wir sind jetzt alle fertig mit unseren Kunstwerken, lassen das Ganze jetzt noch ein bisschen trocknen und so schnell geht's. Für diejenigen, die jetzt mit Fensterfarben nicht unbedingt was anfangen können oder sie nicht daheim haben, gibt es natürlich auch ganz viele andere Tutorials, gerade auch online zu finden. Es gibt Malkurse, es gibt Gesangsunterricht, es gibt Tanzstunden. Und wir haben uns für was ganz Besonderes entschieden heute, und zwar für ein Bob Ross Tutorial. Und dem werden wir jetzt eine Zeit lang bei seinen Pinselstrichen folgen. Ja, und wenn man die Anleitung befolgt hat, was auch immer man gemacht hat, dann kann das in unserem Fall auslugen wie das da. Oder je nachdem, wie viel Talent man mitbringt in die Geschichte, oh so. Aber die Hauptsache ist ja bei aller Sache, die wir machen, dass man Spaß hat und eine gute Zeit miteinander. Wir haben also wieder eine Woche Revue passieren lassen. Im Anschluss folgt noch die aktuelle Ausgabe von Schon gewusst und auch aufs Wetter werfen wir noch einen genauen Blick. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche Ihnen noch ein schönes Restwochenende. Auf Wiedersehen! Schon gewusst, dass Bund, Land und Wirtschaftskammer Österreich starke Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft getroffen haben, dass 1 Milliarde Euro eingesetzt wurden, um Arbeitsplätze zu sichern und Kurzarbeit anbieten zu können, dass 2 Milliarden Euro in Form von Härtefonds als Soforthilfe für Selbstständige zur Verfügung gestellt wurden und dass 15 Milliarden Euro an die Abfederung von Geschäftseinbußen und 19 Milliarden Euro an die Sicherung der Liquidität gingen. Egal ob Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräte oder Leuchtmittel, bei Joe Willi gibt es das Rundumangebot und Top-Beratung. Seit dem 14. April auch wieder direkt und persönlich im Shop in Annelsbuch. Wir freuen uns auf Sie. Bestellung im Onlineshop und Infos zur Lieferung unter www.joewilli.at. Aus Esprit wird Max und Stella. Nach einer erfolgreichen Store-Eröffnung im Messepark in Dornbirn heißen wir Sie nun auch in unserer Filiale am Garnmarkt in Götzis herzlich willkommen. Ab dem 14. April mit einer großen Auswahl an Mode und Abwechslung für den Frühling. Schaut vorbei! Gebührend gefeiert wird die Neueröffnung dann zu einem späteren Zeitpunkt. Herzlich willkommen beim Ländle TV Wetter. Am Sonntag geht es mit der frühsommerlichen Wärme weiter und dazu gibt es einige Sonnenstunden, nachmittags aber auch mal größere Quellwolken. Der Tag startet, wie gesagt, aufgelockert bewölkt mit Sonne und Wolken und die Temperaturen liegen in den Morgenstunden zwischen 8 und 12 Grad. Tagsüber geht es besonders im Rheintal mit einigen Sonnenstunden noch weiter. Es gesellen sich aber auch schon Quellwolken dazu und diese werden dann besonders Richtung Bregenzer Wald und auch Adelbergregion, später dann auch Richtung Montafon mächtiger und gegen Abend hin kann es dann in diesen Gebieten zu einem kurzen Schauer oder vereinzelt sogar zu einem kurzen Gewitter kommen. Die Temperaturen steigen am Nachmittag auf rund 20 bis 25 Grad. Zum Wochenbeginn geht es mit Sonnenschein und Wolken weiter. Am Montag rund 21 Grad bei einem freundlichen Sonne-Wolken-Mix. Am Dienstag kühlt es noch eine Spur weiter ab, es überwiegt aber der Sonnenschein und es gibt nur ganz kleine Quellwolken nachmittags über den Bergen. Dazu werden im Rheintal bis zu 19 Grad erreicht. Das war's vom Kachelmann-Wetter für Ländle TV. Mehr bei kachelmannwetter.com. Bis zum nächsten Mal.